wenn du mich fragst, was ich gerne hätte, ich würde gerne deutscher Meister werden. So, können schreiben, Eber will deutscher Meister werden. Also es ist mal so ein bisschen, kommt das rüber, als ob wir, die vielleicht eben jetzt nicht so offensiv mit Äußerungen umgehen, keine Ambitionen haben, keine Visionen haben, in unserem mittelmäßigen Sud schmoren, alles kompletter Blödsinn. Wir versuchen nur gewisse Dinge realistisch einzuschätzen. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel erlebt, wunderbare Dinge erlebt, auch schwierige Phasen erlebt. Und unser Ziel ist es einfach, und das hat uns, glaube ich, immer wieder stark gemacht, natürlich will man am Ende der Saison was erreichen. Aber was auf diesem Weg alles passieren kann, wird, was ereignet, das kann ich Ihnen heute nicht sagen oder euch heute nicht sagen. Ich glaube, dass wir alle gut tun, das hat Dieter auch gerade angedeutet, nicht immer das Weltpolitik als synonymes Wort zu nehmen, das große Ganze immer zu sehen, sondern auch diese kleinen Aufgaben, diese kleinen Schritte zu akzeptieren, mitzunehmen. Und ich glaube, da tun wir gut daran. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum Borussia Mönchengladbach in den letzten Jahren so einen großartigen Erfolg hatte, dass wir wirklich nicht allzu groß gedacht haben, große Ambitionen haben, große Visionen haben, große Träume haben. Ich habe gesagt, ich würde am liebsten alle Titel gewinnen, die es gibt. Aber trotzdem realistisch und bedacht an die Aufgaben zu gehen. Und da freue ich mich echt auf Samstag, weil es, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Fußballspiel werden kann.